war 1961, da bin ich geboren. Und insofern eine Bedeutung, ja, meine Kindheit, meine Jugend habe ich hier verbracht. Die ersten Küsse getauscht mit der einen oder anderen Maid und bin zur Schule gegangen, zur Lehre gegangen. Übrigens hier am Theater gelernt, Tischler. Spezialisierungsrichtung Dekorationsbau. Ich bin also regelrecht ein Spezialist. Eigentlich war ich Kulissenschieber, also gelernter Facharbeiter für Kulissenschieberei. Da konnte ich schon ein bisschen beobachten, wie sich Schauspieler und Opernsänger und Ballettsänger und Innen benehmen. Da habe ich in vielen Fällen gedacht, so willst du mal nicht werden. Am Ende ist es dann doch so gekommen. Bin leider doch so geworden. Naja, aber das wusste ich schon, dass damals, dass ich als Tischler oder Techniker hier anfange, das war der Plan. Ich wollte das Theater schon mal von hinten kennenlernen, weil ich nämlich ganz früh wusste, dass die Theaterhochschule Leipzig mich haben wollte, weil ich einen kleinen Babykurs, nannte man das, in der Theaterhochschule gemacht habe, als Schüler, 14-jährig. Und da bin ich immer eine Stufe weitergekommen und am Ende waren wir nur noch zu zweit von irgendwie 20 oder sowas Kindern, die es versucht haben. Und ich war einer von den beiden. Und da hat man mir versprochen, in die Hand versprochen, bleib gesund, Jörg, mach deine Lehre, mach deine Armee. Wichtig, ja, den Frieden schützen und so weiter. Und dann kommst du zu uns an die Schauspielschule. Und diese Zeit musste ich mit dieser Lehre überbrücken. Und da kam dieser Blitzgedanke von mir, dass ich das hier am Theater in Chemnitz mache. Damals kam es statt. So habe ich Techniker gelernt und künstlerisch beeinflusst. Ja Gott, ich gucke halt gerne Leuten zu und lerne dabei und denke mir, das kann ja keiner aufschreiben, wie die so sind. Ja. Und dann versuche ich so nah wie möglich dran zu kommen oder eben mit meinen Mitteln das so zu sehen und zu gestalten, dass es vielleicht dem einen oder anderen Spaß macht, zuzuschauen. Naja, das ist wirklich verrückt, weil, wie gesagt, ich habe hinter der Bühne gelernt. Ich war ein junger Bursche, wusste aber, dass es irgendwie zeitnah relativ schnell in Richtung Schauspielstudium geht. Und jetzt komme ich nach gefühlt 65 Jahren, lass es 55 sein, aber da komme ich zurück in diese Stadt, auf die Bühne und darf das jetzt hier also auf der Bühne spielen. Was ich gelegentlich schon mal woanders gemacht habe, um ganz ehrlich zu sein, bin jetzt nicht nur der Fernsehfritze, der ab und zu mal aus dem Fernseher winkt oder Kino, sondern ich bin auch schon des Öfteren am Theater gewesen. Nicht fest, immer nur als Gast oder auf Tourneen. Aber diesmal ist es wirklich was Besonderes, weil ich eben in diese Heimatstadt zurückkomme und mit Leuten mich unterhalte, die gelegentlich sich erinnern, dass ich vor irgendwie gefühlt 50 Jahren mit dem mal am Tresen ein Bier getrunken habe. Was ich aber nicht mehr so ganz genau weiß. Aber ich sage dann immer, ja klar, natürlich fällt mir sofort ein, wunderbar. Weißt du noch, hatten wir Spaß. So. Ja, das ist schon was anderes. Im Positiven ist es so betrachtet, du hast viel mehr Zeit am Theater, um was auszuprobieren. Meiner Meinung nach immer noch zu wenig, weil es gibt so viele Möglichkeiten, das schöner, genauer, glatter zu machen. Aber dann kommt es vielleicht im Laufe der Vorstellung, dass es immer besser wird. Ja, das ist der Unterschied. Beim Film hast du kaum noch Zeit. Das gibt den einen oder anderen Regisseur oder Regisseurin, die großen Wert darauf legt, dass alle sich wohlfühlen. Aber mittlerweile ist jetzt so eine Gelddruckmaschine nicht, weil die ganz viel Geld damit verdienen wollen, sondern weil sie kaum welches haben. Deswegen wird das alles relativ schnell abgewickelt und auf dem Plan des Tages steht halt heutzutage ungefähr 4- oder 5-mal so viel an Pensum, wie es damals, als ich groß wurde, war. Und da musst du als alter Mann auch erstmal mit klarkommen und auch wirklich Lust dazu haben. Und da muss ich sagen, ist die Lust im Moment größer für das Theater, wo es noch ein bisschen mehr Zeit gibt, wo es Texte gibt von Heinrich von Kleist zum Beispiel. Solche Autoren gibt es äußerst selten heutzutage. Die Sprache sowieso, das ist aber auch das Schwere. Also um es jetzt mal negativ zu betrachten, Theater kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Im Moment sind wir auf der Zielgeraden und die Anstrengungen flachen so ein bisschen ab, weil man eben doch mit ausatmen kann und weil man sagt, aha, von A bis Z geht's da und da lang. Aber den Weg dahin, das ist schon mühsam.